dem Weg zu einem meiner größten Ultralaufabenteuer. Eine sorgfältige Planung und Vorbereitung darf nicht fehlen. Und trotzdem, viele von diesen Dingen werde ich nicht brauchen, einige andere aber wünschen und nicht dabei haben. Wichtig? Ein Begleitheft für meinen Betreuer. Athen. 2 Tage vor dem Start. Die Zeit genießen, kulinarisch. Ein letzter kritischer Blick aufs Wetter. Und schon mal schauen, wo es dann losgeht. Seit 1998 bin ich fast alljährlich im September hier, um am Spartathlon teilzunehmen. Spartathlon, der berühmt-berüchtigte 245 Kilometer lange Ultralauf von Athen nach Sparta. Jetzt, schon viele Jahre in meinen Gedanken, die Teilnahme am Authentic Pheidippides Run. Das heißt, in Sparta umdrehen und wieder zurück. Betreuen wird mich mein Freund Peter aus Berlin. Also, gerade angekommen vom Flughafen, wunderbar, der Espresso ist schon mal wunderbar. Alles andere kriegen wir später. Alles klar. Die beiden deutschen Teilnehmer mit ihren Betreuern. So, kurz vor dem Briefing hier im Melina Mercury Center treffen wir auf Florian Bachmeier mit seinen beiden Betreuern. Stehen hier auf der Dachterrasse und freuen uns jetzt auf das Briefing. Und morgen früh, in wenigen Stunden, also wir haben nur noch eine kurze Nacht, geht's dann los auf die lange Strecke nach Sparta und wieder zurück. Erstmalig 2 deutsche Teilnehmer am Start. Und nun hier das Briefing im Melina Mercury Center in Athen. Einige Läufer kenne ich schon von anderen Läufen. So, gleich da sitzt Peter. Ich weiß nicht, was er jetzt mit mir schimpfen muss, aber sehr viele sind es nicht, aber immerhin 41 Starter, die das auf sich nehmen wollen. Der große Moment naht. Noch circa 30 Minuten bis zum Start. Es ist noch ziemlich kühl, doch für den Tag sind etwa 20 Grad vorausgesagt. Ich freue mich und bin sehr zuversichtlich, obwohl ich noch nie so weit gelaufen war. Wie würde dieses Abenteuer wohl enden? Nach 104 Stunden muss ich spätestens wieder an dieser Stelle sein. Vorgesehen sind 43 Stunden nach Sparta, 61 zurück. Das sollte irgendwie machbar sein. Ich hatte mir vorgenommen, ruhig und besonnen zu laufen, ohne Druck. Denn wie würde es mir wohl nach 3 Tagen gehen? Das kannte ich ja noch nicht. So einen GPS-Transponder tragen alle Läufer bei sich. Das gibt Sicherheit. Man kann gegebenenfalls wiedergefunden werden, sollte man sich verlaufen. 2-mal ist es mir dann auch passiert.
Leute, was? Willst du hier weiterlaufen? Wenn wir beim nächsten Geschenk wollen. Vielleicht kann man noch einen Kaffee kaufen irgendwo. Ja, ich hab schon geguckt. So, auf der ganzen Strecke gibt es keinen Kaffee. Was willst du, deinen Kaffee oder einen normalen Kaffee? Ist mir egal. Alles beredet? Gut. Das ist aber heiß noch. Ja, ist gut. Coffee nicht to go, sondern Coffee to run. Wir haben Glück. Sonnenschein und ca. 20 Grad. Und das am 15. November. So geht es auf dieser Straße erstmal weiter zum Isthmus von Korinth und dann nach Xamilia. Mega da. Cut off, 5,5 Stunden. Ich bin jetzt hier bei 4,5 Stunden. Brauche wahrscheinlich 5 Minuten, um irgendwie Sachen zu wechseln, irgendwie rumzufummeln. Und ja, wunderbar. Hab eine Stunde Zeit. Ne? Renne mal über den Pieper hier. Piep, piep. Gut. Peter ist auch schon da. No return, aber sag mal, willst du sowas mal trinken? So ein Granatapfelsaft oder so? Ich kann gleich schon kosten. Ich muss mal zum Auto da. Ja, nimm mal hier. Ich hab die Hälfte, ist eiskalt noch. Ich muss keine Sachen erzählen, ja? Ach so. Circa 45 Kilometer trennt sich der Verlauf des Pheidippides ran von dem des Spartathlon. Das ist eine Kulisse hier, das ist ja unglaublich, ja? Unglaublich, oder? Ja. Junge, Junge, Junge. Willst du was haben? Von mir? Ich geb dir was. Ach, die Weste, ja? Da hier. Die kleine Kamera. Ach so. Nothing water, it is not so good water. Sun? And maybe... What? That's...
I take it with me. Von mir haben. Spirit of Seven. Brauchst du was haben? The Spirit of Seven. Ja, genau. Hier, nach fast 9 Stunden, um ca. 15 Uhr, bye, ist jeder mit sich selbst beschäftigt. Wir nähern uns dem Isthmus von Korinth. Nix los in Hellas Khan. Hier ist beim Paidipides Run kein Main Checkpoint und überhaupt gar kein Checkpoint. Okay, hier geht's gleich weiter. Oh, da haben sich ein paar verlaufen. Sind zu weit gelaufen auf der Autobahn. Komm mit zurück. Okay. Glück gehabt. Micha hat sich fertig gemacht für die Nacht. Winterfest. Ja, das zieht auch ganz schön an, die Temperaturen. Ich merke es auch. Ich stehe noch in kurzen Shorts hier. So, jetzt nimmt er erstmal einen Happen und dann geht's weiter. So, ich hab alles. Gut, dann nimm die Pille, Bier ist offen. Alkoholfrei ist natürlich. Also mir schmeckt das, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also das ist ja dufte mit unserem Schneidebrettchen hier. Ja, ist wirklich gut. Okay, mit der Stulle. Gut. Hau rein, Micha. Alles Gute. Ich bin bei dir. Kannst du vorfahren. Dann mache ich ja auch, klar. Und dann nehme ich die Autostulle. Okay, gut. Da werde ich es ja nicht aufessen vorher. Gut, ciao, ciao. Ja, das ist ja. Kein Zeichen mehr seitdem. Nee, war es, er hat sie gemeint. Aber irgendwo nicht woanders lang. Willst du die Stulle noch essen, die halbe schnell? Und ein Bier war auf alle Fälle. Ach, noch ein Bier? Ja, auf alle Fälle. Dann nimm dir weiter. Hey, komm mal, jawoll. Alte liebe Rosse. Ja. Okay. Thank you. Aber keine Annehmlichkeit, du musst weiterrennen. Ja. Ich gehe einfach weiter. Das ist gut. Modi, das sind 3 Kilometer, das nächste Ding. Info für Spartathleten. Wir laufen nicht über Alt-Korinth, sondern über Chiliomodi nach Nemea. Von Nemea dann weiter durch die Nacht über Malandreni und Lyrke. Dann zum dritten Mal anders als beim Spartathlon über Karia. Was hast du, Kaffee oder Kakao? Sicher? Ganz salzige Chickensuppe. Oh, warte. Reis drin, kommt aber gut so. Ja? Ja, aber die Schnitten waren voll gut und alkoholfrei. Das reicht mir eigentlich. Aha. Von Lyrkia bis hier oben sind es ca. 13 Kilometer bergan. Einige Male musste ich kurz am Wegesrand schlafen. Die ersten Halluzinationen stellten sich ein. Von dort unten werde ich bald hier eintreffen. Hallo. Good morning. It's a beautiful day in Greece. It's a beautiful day. Sunny, it's a very good day. Yeah. A little smile. Yes. Ja. Mann, und dieser Blick hier, wa? Völlig abgefahren. Da unten liegt wieder Naflio drin. Hast du das in der Nacht gesehen? Ja. Den Weg nach Madreni rüber? Ja. Unten diese große, die große Küstenstadt. Bombe. Einige Kilometer muss ich noch bergauf. Aus dem Tal da unten, da ist Micha hochgelaufen, bis hier hoch. Ist noch nicht ganz zu Ende. Jetzt geht's noch ein Stück und dann geht's nach Netanyu. Dann geht's nach Netanyu bergab. Na, wollen wir mal hoffen.
Aber das sind hier Steigungen, es ist wirklich unglaublich. Das schafft ja das Auto gerade mal im ersten Gang. Ein wunderbarer Morgen. Mit Blick zum Sangaspass und dem unterhalb liegenden Dorf Sangas. It's a fucking road, wa? Unbelievable. Aye, Jesus. So, da unten müssen wir natürlich. Ah, ein Hirte mit seiner Schafherde. Spielt sich alles über den Wolken ab. Wahrscheinlich mehr so eine Nebelwand, die über dem Tal liegt. Hier oben scheint noch die Sonne, die ist aufgegangen vor 2 Stunden. Und da unten ist wahrscheinlich Halbschatten, denn. Ist ja sehr imposant, mein lieber Mann, du. Unglaublich. Was für ein Schauspiel. Ich komme runter vom Artemisio und von oben ist alles eine riesige Wolkenschaummasse über Nestani. Hier unten muss irgendwo Nestani liegen. Da drüben sieht man den Sangaspass aus den Wolken herauskommen. Mann, Mann, Mann. Okay, da drüben liegt Tripolis. Irgendwo im Nebel. Und da muss ich dann gleich lang. Nach Tegea. Nestani konnte ich knapp 1 Stunde vor dem Cut-Off verlassen. Und nun weiter nach Tegea. Die 3 Italiener sind genau 2 Kilometer. Micha, die 3 Italiener sind 2 Kilometer vor dir. Die sind nicht schneller, die sind... Tegea. Ja? Meditation. It's very important. Nestani, Alogia, Nestani, up. Down, Alogia. Zweite Nacht. Die lange Straße nach Sparta. Wieder habe ich Halluzinationen, aber ich schaffe es ohne Schlafpausen. 1 Stunde vor dem Cut-Off erreiche ich Sparta. Aber ich weiß nicht. Diesmal erst die Hälfte. Naja. Musst du da nicht irgendwas machen? Hab ich schon. Ach, ach so. In der Zeit. Mann, ich hab eiskalte Kopf hinten, du. Ich bin hier gerannt und gerannt durch die ganze Stadt. Guck mal hier, wir lassen uns zusammen mal fotografieren. Na, wieso? Hier schlafe ich 3 Stunden. Das ist möglich, denn für den Rückweg ist das Zeitfenster größer. Verlasse das noch dunkle Sparta.
fast 280 Kilometer. Naja, das macht man eigentlich so mit links. So, wir sind schon wieder auf der Rücktour beim Hotel-Restaurant Adamis auf dem riesen Parkplatz. Micha müsste auch gleich kommen. Einen hast du schon überholt jetzt. So, jetzt mal von dieser Seite. Und ich renne da runter. Hab ja schließlich bergauf schon gestern erledigt. Oi! Die kennen mich, siehst du? How are you? Hi, ja, Pizza, hallo. How are you? Fine. Fine? Ja, yeah, I'm really fine. Finden wir das bestimmt nicht schlecht. I know Michael. Ja, yeah. From the... famous. Famous. Ja. Ja, he told me. But I didn't finish your race. Next time. Ja. Yeah. Was haben wir alle... Something? This one is okay, the small one. Good, the small one. Yes, the small one. Not too sweet? No? Yes. Sweet. Nice. Oha. Das ist Kalorien für den ganzen Tag. Kurabies. Kurabies. Ella. Water? No. No. Oji ist kalt. So, die Westen überall. 290 Kilometer, Micha sieht aus wie das blühende Leben. Ja, pass auf, ne, das ist eine bei dir wieder. Da? Ja, siehst du? Mm. So, I stop filming now. And I don't like the West. You are very good. You have time, it's okay. Die Veranstalter des im Mai stattfindenden Platea Delphi-Laufs. So, jetzt ist eine Station in Tegea. Das ist die Anlage, wo die GPS gezählt werden. Wann sie kommen, wann sie gehen und so weiter und so fort. Wird alles elektronisch festgelegt. Ach, guck mal. Guck mal hier.
Be careful of the food. Be careful, sonst ist der Teller leer. Na, nee. Hier na, nicht. Sag mal, ist das süße Nein. Ding. Na, sag mal. Du bist nee, ja ein nee. Radieschen. Essen tue ich jetzt alleine. So, the whole Papa. Komm mal. Never. Die freiwilligen Helfer an den Verpflegungspunkten freuen sich immer über ein Erinnerungsfoto. Stine Stani, ίσως. Wir müssen fragen und wir werden sie finden in Stine Stani, okay, ja? Okay, okay. Die alte okay. Kölnerin hat gesprochen. So. Ja. Maria. Ja, sie spricht gut. Ja. Ich bin in Köln geboren. Ich glaube, da sah. Ja, Moment, gut. Moment. So, oh Mann, jetzt habe ich so circa 310 Kilometer absolut unbekanntes Gebiet. Hier war ich noch nie. Also, macht Spaß. Ja, gerade seit so 300 läuft es richtig gut. Und mal sehen, wie es weitergeht. Na, das fehlt da gerade noch. Bist du gleich weiter oder was? Ja, passt. Ich will mich nur kurz hinsetzen, ein Medikament zu mir nehmen. Im Auto? Nö. Nö. Do you need any? Some coke, please. Okay. Okay. Thank you. You're welcome. Take care. In der dritten Nacht geht es für mich wieder über die Berge. Ein Helfer beleuchtet mir mit seinem Auto den Schotterweganstieg, bis wir seinen Verpflegungspunkt an einer Quelle erreichen. Hier unterhalten wir uns eine Weile. So, ich bin über den Berg, hab noch einen Spanier mit 4 Batterien ausgeholfen. Dem ist oben auf dem Gipfel das Licht ausgegangen. Ist ja auch bitter, aber wenn er nicht richtig vorsorgt, ist er natürlich dumm dran. Im weiteren Verlauf der Nacht kämpfte ich sehr gegen die Müdigkeit. Doch inzwischen habe ich mit Beginn des 4. Tages Nemea verlassen. Das war ja nicht mehr an dem schönen Weide. Ja klar, das gleich 400 Meter weiter, das schönste Café mit Blick über Stadt. Ja, da war ich war hier unten, wollte im Café, war noch nie geöffnet, ja, so eine Scheiße. Da war alles noch. Ja. Bist ja gleich stolz vorbeigerast. Hast du mich da gesehen oder was? Da geht er dahin, mein lieber Mann. Oh, ich bin entlassen, sagt er. Ich kann heute machen, was ich will. Er läuft bis Korinth durch. So, der Onkel Peter
hat in einer kleinen Taverne eben einen wunderbaren griechischen Kaffee getrunken und anschließend ein Ouzo. Und jetzt mache ich ein Unterwegsfrühstück. Habe ich so ein bisschen griechische Salami, schmeckt gar nicht schlecht. Quark mit 6% Fett. Das schmeckt wunderbar, sollte es in Deutschland auch mal herstellen. Ja, dann ein bisschen Kakao, na, was man so braucht. Ein paar Gürkchen. Für mich ja noch ein paar Batterien. Und wir stehen hier vor einer anderen Taverne, die hat aber wohl noch geschlossen. Ja, werden mal gucken, in aller Ruhe. Micha hat so gute Vorarbeit geleistet. Eigentlich können wir durchlaufen bis Athen. Mach bloß nicht so schnell. Willst du ein alkoholfreies? Nee, erstmal noch nicht, wa? Hier ist ein Checkpoint, ist ja dufte. Na ja. Gib mal. Was muss man deinen Finger drauf halten? Nee, ich hab es an. Okay. Ja. Ja, mach mal. Aber fliegen gibt's ja auch hier noch. Guck mal, Batterien habe ich neu gekauft, ja? Kurz vor Examilia zeigen mir die gelben Spatel und Pfeile entgegen. Welcome! Examilia. Bravo, bravo. So, da sind wir wieder, fast zu Hause, na, noch nicht ganz, also 410 Kilometer circa bis hier am Isthmus von Korinth auf dem Rückweg und da ist ein Bereich, wo ich vorher noch nie vorgedrungen war. 410, das ist schon mal was. Heute Abend, heute Nacht sind es dann 490, wenn alles gut geht. Na dann, liebe Grüße von hier, vom Isthmus von Korinth. Jetzt durch die vierte Nacht. Dunklen Morgen erreiche ich das Ziel in Athen. Nach ca. 96 Stunden und 30 Minuten teile ich meine Euphorie nur mit dem Veranstalter, der mir gratulierend Urkunde und Medaille übergibt. Und wie bei griechischen Läufen üblich, erhalte ich hier als Trophäe auch meinen Kopfschmuck. Und mein Betreuer Peter erwartet mich natürlich auch im Ziel. Sieben, wenn man dabei ist, ne? Okay, also Start Nummer 7 und ich habe das Ding gemacht. Alles klar. Ich bin hier schön im Licht. Volunteer. Okay. Und jetzt drehe ich mal wieder um, alles klar. Im Hintergrund die Akkorde. Pädchen, der fast beste Schnittchenschmierer. Fast, also manchmal vergisst er die Würzgurken. So. Erfolgreicher Abschluss. Micha Brandt. Mein Gott, 490 Kilometer. So verrückt möchte ich auch mal sein. Okay. Micha, nach 500 Kilometer erstmal ein richtiges Frühstück zu sich nehmen. Genau. Erstmal Prost, Micha. Erstmal ein Fältchen. Erstmal vernünftiges Bier. Drei Monate Enthaltsamkeit. Und ein bisschen Thunfisch mit. Back Kidney Beans, ach nee, die haben wir ja nicht aufgemacht. Naja, hau rein, Digga. Schön, dass du wieder gesund da bist. Mhm. So, dann weg.
der Sieger des Rennens, Lukas Sagan aus Polen. Und auf Platz 4 Florian Bachmeier. Lavadora. Number 11. Auch für Peter eine neue Erfahrung und ein Sieg. Und jetzt wieder unterwegs in den Athener Straßen. Die Läuferschar, die Helfer und alle Beteiligten gehen nun wieder ihre eigenen Wege. Wir genießen in dieser Taverne griechischen Wein und griechische Live-Musik. Zusammenfassend kann ich sagen, dass es eine sehr gelungene und gut organisierte Laufveranstaltung war. Danke an den Athenian Runners Club. Es war nun bereits die 5. Auflage des Authentic Pheidippides Run. Die Rückreise, und ich hoffe, dieser nur sehr kleine Einblick hat euch gefallen.